Wisst ihr, welcher Tag heute ist? Zahltag! Wir stehen vor Yelkala. Die meisten Fürsten sind aus der Stadt raus, 2 oder 3 sind noch drin. Wir haben jetzt unseren kläglichen Rest an Leuten versammelt und werden diese elendige Stadt nehmen. Hrodok wird fallen. Und ich tue, was ich kann, um das möglichst schnell hervorzuholen. Hervorzuholen? What the fuck? Ich hole jetzt das Letzte aus meinen Männern raus. Sie müssen kämpfen, sie müssen siegen. Hrodok muss sterben. Ah, macht was, sie schießen auf mich, sie wollen mich tot sehen. Oh, du legst auf mich an, du Schwein. Dann schenke ich dir einen Bolzen. Und ich schenke dir eine Freikarte in das Totenreich. Da, 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 da. Es ist echt leer geworden hier, aber es ist wieder so eine fast gleiches Kräfteverhältnis. Au, das tat weh, Junge. Oh Gott. Huhu, Glück gehabt. Zack, weg ist er. Du kriegst auch einen Bolzen an den Kopf. Wie sieht's denn jetzt aus, Leute? Macht hinne. Ich will die Stachart. Also was ich hier mache, ist nicht gerade ungefährlich, sich mit den ganzen Schützen anzulegen. Weil es geht nicht anders. Ich muss ja irgendwen töten. Zack. So, wieder einer tot. Wieder ein erwischt. Und jetzt ist wieder einer tot. Diese Stadt muss mir gehören. Kommt schon. Kämpft wie die Tiere. Wie wilde Bestien. Huh. Lass das. Boah, ich hasse dieses Geräusch. Wie die Karnickel werden wir hier abgeschossen. Und mein letzter Bolzen. Das ist noch schlimmer. Und dann hat er noch nicht mal getroffen. Hat hier einer Bolzen? Der Feind hat noch 63 Mann. Tendenz sinkend, sehr sinkend sogar. Also... Aber ein paar Bolzen wären mir schon lieb. Habe ich aber nicht. Also muss ich mich hiermit einsortieren. Lass mich mal bitte mit nach oben. Ich kann helfen, ich werde helfen. Du schubst mich bitte nicht runter, ja? Okay, jetzt bin ich mitten drauf. Weiter, weiter, weiter da oben. Los, 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 los. Wir müssen alle rauf. Die gehen alle nach rechts, dann gehe ich nach links. Irgendwer muss sich auch da mal um die Leute kümmern. Denkt ihr wirklich, ihr paar Schützen könnt mich aufhalten? Das war auf mich gerichtet, der Schlag. Ich dachte, du wirst mir helfen. Also ein Freund bist du nicht, du böser Armbrustschütze. Ah, hier oben ist einiges los. Na?
Was soll das denn jetzt? Das kann doch nicht sein. Wir haben verloren. Das gibt's doch nicht. Wie viel Besatzung hat die Stadt noch? Die kann doch gar nicht mehr so viel jetzt haben. Aber meine Fürsten sind bei mir. Ich habe nur noch Nizar jetzt. Alle anderen hocken hier drin fest. Ich habe meine ganze Streitkraft verloren, Leute. Wir waren doch so nah dran zu siegen. So nah. Aber viel haben die jetzt nicht mehr. 25 sehe ich. 25, knapp 40 Mann. Oh. Wir suchen uns lieber eine andere Position zum Warten, ob noch Verstärkung kommt. Na, das ganze Geld bringt mir ja jetzt nicht viel im Moment. Kann ich euch nicht dazu bewegen, zu mir zu kommen? So, jetzt. Nun gut. Ja, sehr gut. Ihr erlangt das Herrschaftsrecht. Also allen Rodok-Fürsten sind wir wieder los. Belagert er jetzt die Stadt oder was? Das wäre ja was, wenn der jetzt die Stadt belagert. So, aber ich muss jetzt versuchen... Belagerung abbrechen erstmal. Ungesehen in die Stadt. Weg in die Freiheit erkämpfen. Oi, you there! Stop! Komm schon. Au. Och Mann. Kann ich nicht auch langsam mal wieder ein bisschen Glück haben? Mensch. Ich armes Kerlchen hier. Ich will keinen Frieden. Ich will die Stadt. Ich brauche einfach mehr Verstärkung hier hinten. Ich komme dir zu Hilfe, mein Freund. Dieser Bock ist nicht zu melken. Wieso greifen die uns eigentlich mit 9 Mann an? Sind die verrückt? Na gut, müssen sie ja im Grunde selber wissen. Oder waren das am Ende gar kein... War das am Ende gar kein Fürst, sondern Bürger? Nö, das war ein Fürst. Naja gut. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum die uns freiwillig angreifen, aber gut, okay. Sie haben Wind gesät, also sollen sie Sturm ernten. Niederes Fürstenpack. Ihr habt nicht mehr viel zu bieten, nicht wahr? So, genau genommen bist nur noch du da. So, wieder ein Fürst bezwungen. Vielen Dank für eure Hilfe, Herr. Euch schenke ich die Freiheit. Ne. Den Schild behalte ich hier. Gut, wir hauen ab. Zu Hilfe kommen 39 gegen 4. So können wir nach und nach die Fürsten bezwingen. Ach, das ist doch schön. Ui. Dass vier Leute so viel Wind machen können hier. Na, haltet doch mal an. Da, den Schritt hättest du noch gehen können. Verräterischer Feind. Wir brauchen jetzt umgehend Verstärkung, aber ich weiß nicht, ob ich noch irgendeinen Fürsten da draußen habe, der genug Männer hat, um zu mir zu stoßen. Die Stadt ist so gut wie unsere. Gut gemacht. Wieder ein kleiner Sieg.
Und ein paar Truppen. Fürchtet mich, ich habe 4 Mann. Ich fürchte euch, lauft. Lauft um euer klägliches Leben. Also ich warte jetzt einfach mal hier in der Burg ab. 2 Dinare verloren für Nacht. Für unser Nachtlager. Wieder ein Fürst bezwungen. Ich kann doch die Stadt jetzt nicht kampflos zurücklassen. Kampflos zurücklassen? Ich rede manchmal ein bisschen Stoß. Ich kann die doch jetzt nicht einfach so hier stehen lassen, als nicht eingenommen. Vergesst es. Aber zum Glück weiß ich ja auch, wo ich ein paar Truppen herkriege. Und zwar schnell. Ah, sieh mal einer an. Ein 50er-Trupp, der mir helfen will. Kommt genau richtig. Ich rekrutiere mir nur schnell noch ein paar Männer. Ah, hier sollte ich aber nicht rekrutieren. Ach, für freies Geleit zahle ich hier. Zack. Das muss ja jetzt nicht sein. Na komm, wir reiten noch nach Nomar. Und nach Uxkal. Wir holen uns jetzt die ganzen Ritter ab. Mit den Rittern an meiner Seite werde ich siegen. Wo sind sie denn, meine Lieblingskämpfer? Hier, es war die Ritter, 39 Stück. Also denn, lasst uns ziehen. Söldner, nehme ich Söldner mit. Naja gut, ich mag Söldner nicht, aber ich kann die Söldner dem Typen hier geben. Der freut sich da bestimmt drüber, wenn ich sie mir überhaupt leisten kann. Das denke ich nämlich eher nicht. Landsknechtreiter. Na, ein paar kann ich mir leisten. Wen haben wir denn? Aber ich will auch keinen befreien, also lassen wir den Dreck. Den Dreck lassen wir weg. Flan, bleib stehen. Ich möchte euch Truppen überstellen. Die Landsknechtreiter. Weil ihr fast nur Rekruten habt. Und ich befördere meine Rekruten mal schnell ein bisschen. Und los geht's. Wo wollt ihr denn hin? Da, daran, da, daran, da, 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 daran. So, 52 Mann haben die Besatzung. Folgst du mir? Ha, sehr gut, meine ganze Armee rückt wieder an. Ja, Leute, jetzt haben wir's, jetzt haben wir's. So sei es. Diesmal kriegen wir diese Stadt. Diesmal nehmen wir uns dieses elende Drecksloch. Mit so einer Armee jetzt im Rücken, das hätte ich nicht gedacht, dass wir diese Armee noch aufbringen können. Na, Rodok, habt ihr Angst? Hä, wieso haben die 200 Mann? Wo kommen die denn jetzt alle her? Also das verstehe ich jetzt wiederum nicht. So viele Fürsten waren noch hier gar nicht drin. Hätte ich wohl mal aufpassen sollen. Kämpft tapfer, Männer. Vielleicht kriegen wir es doch noch gebacken. Viele Rekruten wieder, viele Rekruten. Aber ich habe meine Ritter dabei. Und wir kommen auch direkt ein ziemliches Stück durch. Mich stört diese Stadt langsam. Ich hasse sie, Leute. Ich hasse sie. Ich will die Stadt auch nicht haben, wenn wir die erobern. Die gebe ich an irgendeinen Fürsten. Ich will nur die Dörfer. Oder eins der Dörfer. Oh, das war eine fiese Nummer. Das war eine noch fiesere Nummer. Ich bin weg. Hey, ich hab doch abgewürgt. Oh, lasst mich alle in Ruhe. Jetzt kann ich nur noch auf meine Leute vertrauen. Dass die das gebacken kriegen. Und das sieht gerade gar nicht so aus. Wir hauen wieder ab, es geht nicht anders. Es kann doch echt nicht wahr sein, dass wir diese elende Burg nicht nehmen können. Ja, da sind wieder alle Fürsten drin.
Also, dass die immer noch so viele Fürsten aufbringen können, das ist doch echt. Können wir nicht mal mit dem Befehlshaber der Burg reden hier? Gebt auf, niemals, denken die sich. Und ich denke mir, schönen Dank. Da dann da da dann da 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 da. Wir müssten die ganzen Fürsten wieder rauslocken. Okay, Leute. Wir tun so, als würden wir endgültig abziehen und reiten mal hier hinten hin. Und warten uns hier einen goldenen Ast. Wir haben Geld bekommen. Viel Geld. Aber wir haben jetzt leider auch nichts, was wir... Hat sich dem Gefecht auf Feindes Seite. Dann gehe ich jetzt lieber, würde ich sagen. Nee, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Ihr ergebt euch jetzt oder ihr sterbt. So, den Kampf haben wir so gut wie gewonnen und ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Part weiter mit diesem Kampf. Wir kriegen das schon irgendwie hin, diese Stadt zu nehmen. Ich bin total besessen, diese Stadt einzunehmen. Aber das kriegen wir schon gebacken. Macht's gut, euer Lord Peter.